In sozialen Netzwerken kursieren momentan Filmaufnahmen, die zwei Menschen in einer Wohnung beim Liebesakt zeigen. Die Wohnung befindet sich im selben Gebäude wie das Polizeirevier 2 an der Wolframstraße. Die Filmenden, die die Szene vermutlich vom gegenüberliegenden Cloud-7-Hochhaus beobachteten und heimlich mit dem Smartphone dokumentierten, vermuteten, dass es sich bei den zwei sich liebenden Personen um Polizeibeamte handeln würde. Weil dieser Eindruck nun mal in der Welt ist, stellt die Polizei Stuttgart den Sachverhalt klar. Bei dem Video wurde von außen in eine Privatwohnung gefilmt, die sich in einem an das Polizeirevier angrenzenden Gebäudeteil befindet. Die Privatwohnung hat keinen Zugang zum Polizeirevier. Die Räume seien privat vermietet. Laut einem Sprecher des Präsidiums Stuttgart würden entsprechende Ermittlungen gegen die unbekannten Personen eingeleitet, die die Szene heimlich mitfilmten. Die Filmenden könnten sich mit diesen Aufnahmen strafbar gemacht haben. Die beiden Liebenden und ihr höchstpersönlicher Lebensbereich schützt der Paragraph 201a im Strafgesetzbuch. Dort ist ausdrücklich formuliert, dass man keine Aufnahmen von Personen machen darf, die in einer Wohnung sind. Auch wer außerhalb einer Wohnung ist und sich gegen Blicke anderer schützt, genießt diesen Schutz. Zusätzlich ist auch die Weitergabe und Verbreitung solcher Aufnahmen über soziale Netzwerke oder Messenger-Dienste laut dem Paragraph 201a StGB strafbar.